Ja, und damit herzlich willkommen bei einem Let's Play von XCOM Enemy Unknown. Ja, da sieht man auch schon den kleinen Kerl, wie er durchhuscht. Genau die werden wir jetzt mal jagen. Wer das nicht kennt, XCOM ist eigentlich ein Titel, der schon sehr alt ist. Der stammt noch aus den Ende 80ern, Anfang 90ern, gab es die ersten XCOM-Spiele, grafisch natürlich damals, was halt im Rahmen des Möglichen waren. Und heute ist das Ganze natürlich ein bisschen anders. Heute haben wir ein bisschen mehr grafisch, was dargestellt werden kann. Dann kommt schon der Nächste. Ja, es sind nicht nur einer, es sind mehrere, die wir jagen müssen. Ja, und dementsprechend wurde das neu aufgelegt vor ein paar Jahren als XCOM Enemy Unknown. Und genau das werden wir jetzt mal spielen. So, es gibt mehrere Spielschwierigkeitsstufen, wie man das von den meisten Spielen kennt. Leicht, ja, leicht, was halt für XCOM leicht ist. Ist halt, wenn wir noch gar keine XCOM-Erfahrung haben, ist es sicherlich ganz gut, aber es ist, hat schon durchaus seinen Anspruch. Normal ist eigentlich so der Klassiker, den man spielen sollte. Klassisch ist die Schwierigkeitsstufe, die es halt früher gab. Also, selbst für Erfahrene ist das nicht einfach zu handhaben. Da geht es halt richtig zur Sache. Und ja, natürlich gibt es auch noch den Schwierigkeitsgrad unmöglich. Ist eigentlich, wie gesagt, unmöglich. Aber kann ja gerne jeder versuchen. Wir probieren das jetzt erstmal auf normal. Und werden dann sehen, wie weit wir kommen. Es gibt dann noch die zweite Welle. Das sind dann weitere Spieloptionen, die man hinzuschalten kann. Zum Beispiel gibt es ein Schadensroulette. Das heißt, der Schaden wird eher noch mehr gewürfelt, als er eh schon gewürfelt wird. Ist eigentlich, ja, ist ja eigentlich schon jetzt schon ein Roulette. Deswegen, ich lasse das mal aus. Dann gibt es noch die New Economy. Da werden die Zuschüsse der Einzelnen, also es gibt halt so einen Weltrat, wo halt verschiedene Regionen halt dann ein Ratsmitglied stellen. Und das ist im normalen Modus eigentlich so angepasst, wie es halt plus minus aktuell auf der Welt aussieht. New Economy heißt halt, dass es einfach zufällig ist, dass es dann halt auch afrikanische Staaten geben kann, die sehr wirtschaftsstark sind und dementsprechend mehr Geld geben können und vielleicht auch dann halt woanders dann schwächere. Mag ich eigentlich ganz gern, gibt einfach, weil es ja auch eine alternative Zeitlinie darstellt, durchaus auch einen alternativen Einblick. Die Welt ist ungerecht, Rekruten gehen mit zufällig zusammengewürfelten Werten. Finde ich eigentlich auch logisch, denn Rekruten sind eigentlich trotz natürlich einer gewissen Vorselektion nicht identisch. Verborgenes Potenzial, bei der Beförderung eines Soldaten steigen seine Werte nach dem Zufallsprinzip. Jein, mag ich nicht so. Ich lege lieber selber fest, was halt als Aufstiegswert dann, oder weil es als Beförderung festgesetzt wird, deswegen lasse ich das mal aus. Da, dann gibt es auch die fortgeschrittene Option, also Tutorial lasse ich jetzt mal aus. Ich denke, das machen wir einfach im Spiel. Tutorial ist halt einfach, man wird halt gezeigt, wie es plus minus gesteuert wird und ja, gibt es natürlich unmöglich nicht, aber es macht auch Sinn, als Neuling sollte man eh unmöglich sein lassen. Und Iron Man ist dann einfach, dass halt sozusagen ein Permadeath ist, das heißt, ich kann nicht zurückgehen und sagen, okay, ich lade ein altes Save-Game neu, sondern ich bin dann auf dem Stand, auf dem ich halt aktuell bin. Und jedes Mal, wenn halt einer stirbt, wird halt automatisch das als aktueller Stand gespeichert. Also, kann man machen, muss man jetzt nicht. Ich lasse das jetzt mal aus. Es geht nicht darum, um zu cheaten oder sonst irgendwas, sondern es geht eher mehr darum, dass, falls irgendwie das Spiel mal crasht oder sonst irgendwas, dass es mir dann nichts verzockt, sondern dass ich halt sozusagen die Mission einfach dann nochmal anfangen kann oder nicht einfach irgendwo in der Mission stecken bleiben, wo es halt gecrasht ist, sondern einfach sagen kann, ich mache so, wie ich es mache. Also, Tutorial mache ich aber aus. Wenn du noch nie XCOM Enemy Unknown gespielt hast, raten wir dir dringend, das Tutorial aktivieren zu lassen. Gut, ich habe es schon mal gespielt. Das kriege ich, glaube ich, hin. So. Und dann fangen wir an. Je mehr Zivilisten. Okay. Sorry. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir allein im Universum. Oder nicht. Beide Vorstellungen sind beängstigend. Arthur C. Clarke. Na, Friedrichstraße ist in Berlin dann.
Commander. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Viel Glück, Commander. XCOM. Feind unbekannt. Ja, und da sind wir auch schon drin. Wir sind der Commander. Also wir sind jetzt, spielen jetzt nicht als einzelner Soldat. Jetzt nicht erstmal. Wir spielen jetzt erstmal als Commander und wir können uns aussuchen, wo wir starten. Und je nachdem, wo wir starten, auf welchem Kontinent, gibt es halt unterschiedliche Startbonus. Startboni. Alle Flugzeuge in ihrer Bewaffnung kosten 50% weniger bei Kauf, Herstellung und Unterhalt. Das bietet Nordamerika. Europa. Labore und Werkstätten kosten 50% weniger bei Kauf und Unterhalt. Dann haben wir Asien. Alle Projekte in der Gießerei und der Offiziersschule kosten 50% weniger. Südamerika. Die Ergebnisse von Autopsien und Verhören liegen sofort vor. Und Afrika. Monatliches XCOM-Budget erhöht um 30%. Ja, das wird nicht gewürfelt, also das ist immer dasselbe, egal was man vorher einstellt, das sind immer dieselben Boni und ich persönlich, also ich finde, das ist gar nicht so schlecht, aber das ist eigentlich eher für mittleres Game eigentlich ganz praktisch. Auch das ist eher für mittleres Game, das ist fast schon, geht fast schon in Richtung Endgame, also Gießereien, Offiziersschule kosten 50% weniger, hat man ja am Anfang eher nicht so, also muss man ja auch erstmal bauen und so weiter, das seht ihr dann später dann. Südamerika, Autopsien und Verhöre liegen sofort vor. Habe ich eigentlich auch gern später, weil dazu muss man ja erstmal den Autopsieraum haben. Den haben wir ja am Anfang nicht. Und Afrika starte ich persönlich ganz gern, weil einfach das Budget am Anfang erstmal um 30% erhöht ist. Wir setzen sie auf ägyptischem Gebiet ab. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Genau, wir fahren nach Port Said, nach Ägypten. Fahren ist gut, wir fliegen. Es gibt Entführung, ist im Gange und wir haben dir jetzt Befehl. Erkunden Sie den Entführungsschauplatz und identifizieren Sie die Gegner. Schalten Sie alle gegnerischen Aliens aus. Tipp, versuche immer den Gegner von der Seite zu erwischen. Du triffst sie leicht und hast bessere Chancen auf einen kritischen Treffer. Die sind wahrscheinlich dick und dann haben die natürlich von der Seite ein höheres Profil. Strike One, hier Central. Sie haben Feuererlaubnis für jeglichen Feindkontakt im Einsatzgebiet. Keine Risiken eingehen. Okay, gut. Also, ist im Prinzip ganz einfach. Wir können raus und reinzoomen, also eigentlich nur hoch und runter. Es gibt immer zwei Radien. Also man sieht hier, das ist der erste Radius. Und dann gibt es einen zweiten Radius. So, der erste Radius ist halt, danach habe ich noch eine Aktion frei. Also ich könnte dann zum Beispiel noch schießen, eine Granate werfen. Also der, den ich jetzt habe, der hat jetzt hier eine Granate. Und wenn ich direkt auf den zweiten gehe, dann sprintet er direkt durch und dann ist der Zug beendet. Also man hat immer zwei, das sieht man hier auch ganz schön, man hat immer zwei Aktionen pro Zug. Das sind diese zwei großen Pfeile und diese kleinen Balken sind die Lebensanzeige. Also wir haben alle 6 Punkte Leben. Und ja, generell, solange man das Ganze noch nicht kennt, also die ganze Gegend noch nicht kennt, in der man unterwegs ist, sollte man immer erstmal nur im blauen Bereich unterwegs sein. Das heißt, erstmal vorrücken, gucken, wie sieht's aus und dann entscheiden, was man macht. So, sieht ruhig aus. Dann gehen wir mal auf Feldposten, heißt das. Also wir überwachen einfach mal. Das heißt, wenn sich irgendwas bewegt, reagiert der Soldat oder in dem Fall die Soldatin, Stacy Crawford, und schießt. Ja, muss man immer bestätigen. Ganz toll, danke. Ist wichtig, dass ich das bestätige. Also das wird leider uns das ganze Let's Play begleiten. Dasselbe hier. Zwei, da. So, ja, ihn lassen wir auf die andere Seite des Trucks. Sieht ja alles noch bisher ganz ruhig aus, ist auch nicht so wirklich gefährlich. Und bei ihm haben wir jetzt halt das Problem, er hat jetzt keine gute Position, wo wir ihn positionieren können. So, ich werde ihn deswegen mal hier an die Kante. Ich hoffe, jetzt kommt nicht jetzt jemand raus, das ist ein bisschen unglücklich. So,
So, jetzt hat der Gegner den Zug. Man hört sie auch. Okay, ist aber nichts passiert, ist keine aufgetaucht. Das heißt, wo immer die auch sind, die machen einfach ihr Ding. So, ich habe jetzt Folgendes vor. Ich werde jetzt diesen Bereich hier abdecken. Das heißt, zuerst ziehe ich sie hier hin. Okay. Und jetzt klicke ich ihn schon mal an. Also man kann auch vorauswählen. Okay, er kommt jetzt dann doch nicht bis dahin. Das wäre dann spurten, das wäre dann nicht so praktisch. Deswegen spurte ich ihn einfach hier rein, weil falls jetzt jemand hier rauskommt, ist er da zumindest von der Seite noch ein bisschen besser abgedeckt. Oder ich spurte ihn gleich hier hin. Ja, das mache ich wahrscheinlich. So, dann ist er am besten geschützt durch sie. So, er kann jetzt eigentlich ganz gut voran. Und das werde ich jetzt auch tun. Hier hat er auch, das ist ganz nett. Ich kann mit Q und E drehen. Kann ich ihn hier hin bewegen. Das heißt, hier hat er zweimal volles Cover, also volle Deckung. Das macht dann für den Gegner es noch schwerer, ihn zu treffen. So. Ja, im Prinzip ist das eigentlich die ganze Aktion. Man ist die ganze Zeit immer am Vorrücken, gucken. So, jetzt habe ich hier ein Problem. Wenn ich jetzt hier hingehen würde und um da weiter nach vorne zu spähen, kann es passieren, dass hier jemand rauskommt. Und dann kann er mich flankieren und dann habe ich ein Problem. Also gehe ich mal hier hin. Dann kann er mir Deckung geben. So, und jetzt haben wir schon mal zwei Zweierposten aufgebaut, was eigentlich schon mal gar nicht so unpraktisch ist. Okay, wir hören einen von rechts. Da, er hört ihn sogar. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ja, deswegen sind wir ja hier. Wir sind hier nicht allein. Und jetzt geht sie mal hier vor. Außerirdisches Leben auf der Erde. Wir erleben etwas, das es in der uns bekannten Geschichte nie zuvor gegeben hat. Na, Dr. Wahlen, okay. Sie sieht da jemanden, 55% Trefferwahrscheinlichkeit. Da sie jetzt gar keine Deckung hat, lasse ich das jetzt einfach mal so. Sie guckt dann einfach ob. Aha, so. Also, wir sehen das hier schon mit dem Gelben. Er wurde jetzt auch gleich ausgewählt als Nächster, weil hier hinten ist auch noch jemand rausgerannt. Ich sehe jetzt nicht, woraus er gekommen ist, weil hier die Tür ist. Ist die offen? Ah ja, die ist offen. Okay, der ist also hier rausgerannt gekommen und hat jetzt halt hier uns die Zange genommen. Das heißt, ich werde jetzt ihn hier hinsetzen. So. Und man sieht ja, der hat jetzt halt volles Cover dahinter und hat dementsprechend halt nur 30% Trefferwahrscheinlichkeit. Deswegen gehen wir einfach auf Feldposten. So. Das Gute ist, Türen öffnen kostet keinen Zug. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt hier hin. Das ist eigentlich falsch, weil hier stehe ich halt voll im Feuer. Mach die Tür auf mit links. Da drin ist nichts. Und sprint dann in volle Deckung. So, dann ist er durch ihn gedeckt. Und er, Feldposten, bleibt einfach da, wo er ist. So, das heißt, er ist jetzt eigentlich hier festgesetzt. Er versucht es mit Schießen. Daneben. Ja, Gott sei Dank. Gilt das auch für die, dass das Roulette ist. So, bei ihr auch. Sehr schön. So, das heißt, wir versuchen mal unser Glück. Wir haben sogar eine 10% kritische Wahrscheinlichkeit, das heißt, eventuell haben wir dann doppelten Schaden. Er ist ausgeschaltet. Ja, wunderbar, das hat ja super geklappt. Anscheinend zerstören sich ihre Waffen von selbst, wenn der Träger stirbt. Wir sollten Ausschau nach Bruchstücken halten, die wir für unsere Forschungsprogramme bergen können. Ja. So ist das halt. So, danke, dass wir da hingezogen wurden. Jetzt habe ich allerdings immer noch das Problem, dass ich hier nicht weiterkomme. So, wie sieht das hier aus? Okay, das ist nicht gut. Ich könnte theoretisch, das wäre dann spurten. Das will ich eigentlich nicht. Dann bleib du mal auf deiner Position. Er geht jetzt mal zurück, damit er den auch noch ins Visier nehmen kann. Hat allerdings auch nur 30% Wahrscheinlichkeit. Und ich probiere mal 35%, ist eigentlich lächerlich, aber Gott. Deswegen spielt man das ja. Wegen dem Roulette. Okay, er ruft was? Er ruft doch nur nach seinen Kollegen. Er hat gesagt, Kollege, hör mal. Brauch hier Hilfe, ey, Alter, komm mal her. Okay. Ich könnte jetzt hier auf Feldposten gehen, aber ich habe immer gern eigentlich eine wohl mit zwei Schuss. Ich habe jetzt noch drei Schuss drin. Also das ist, wir haben unendlich Munition, aber müssen momentan alle vier Schuss neu laden. Und ich mag das eigentlich nicht so gern, komplett leer zu haben. Also nach zwei Schuss muss man dann mal so langsam gucken, dass man halt neu lädt. So, Splittergranate. Verursacht 3 Schaden. So, da sieht man auch, wo die hingeht. Das heißt, die macht den jetzt platt.
Vielleicht sollten Sie Ihre Männer instruieren, dass sie sich mit dem Einsatz von Sprengkörpern zurückhalten. Die sind zwar effektiv gegen Aliens, zerstören aber auch die Artefakte, die wir von den Leichen bergen wollen. Bedenken Sie das. Oh, oh mein Gott. Was habe ich getan? Nein, ich sag mal so. Ja, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite, irgendwie muss man ja mal vorwärts kommen, sonst... Kommen Sie. Sonst kommen wir ja nie vorwärts. Okay, sehr schön. 2x50%. Wir können jetzt einfach stehen lassen. Also wir müssen jetzt nicht sofort den Zug ausführen. Wir können also tatsächlich erstmal jetzt jemanden hier hin positionieren. So. Ich könnte jetzt... 50%, er hat noch nicht geschossen. 50% sehen kritisch. Ein Norweger. Ja, natürlich. Jan Carlsen. 4 kritisch. Ah, siehst du? Ein bisschen Glück muss man auch haben. Okay, er geht jetzt auf Überwachung. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht bewegen. Okay. Rücken wir mal vor, wenn wir gucken, was, ob hier noch was drin ist. Nichts. Okay, wir bleiben mal auf Überwachung. Ich kann ihn jetzt nicht hier hinrücken, weil in dem Moment, wo der ihn rücken sieht, schießt er. Und dann kann es passieren, dass wir einen Soldaten verlieren. Das wollen wir ja nicht unbedingt. Und ich rück mal mit dem vor. Guck, guck. Ja, da guckst, gell? Hm. 64%, das ist gar nicht mal so schlecht. Martinez. Enrique. Gute Arbeit da draußen, Strike One. Ah, es war nur 4. Sie gestatten, Commander. Die Labore sind in Alarmbereitschaft. Und die Teams erwarten ihre Befehle. Wir können sofort mit der Untersuchung der gefundenen Artefakte beginnen. Ja, das ist doch super. Dann fangen wir mal an. So, jetzt geht's zurück. Das geht relativ flott. Zack, zack, sind wir da. So, ich werde das dann beim nächsten Mal ein bisschen abkürzen, weil diese Animation kommt halt jedes Mal. Und ja, muss man ja nicht jedes Mal haben. Willkommen im XCOM Hauptquartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme 2 Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern. Wo wir gerade dabei sind, in der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Schicker Pulli. Commander in die Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Eine beispielhafte Leistung. Hoffentlich verlaufen alle Operationen so reibungslos wie diese. So, ja, und super. Also jetzt, wir haben jetzt durch diese Aktion halt, hat jeder Soldat einen Kill. Das heißt, er ist halt gleich mal aufgestiegen. Und das ist halt für alle 4 sind jetzt aufgestiegen, was super ist. Und zusätzlich, wir haben halt, es gibt 4 Klassen. Und alle 4 Soldaten ist jeder in eine eigene Klasse befördert worden. Das heißt, Unterstützung ist... Wie der Name schon sagt, die Unterstützungseinheit hilft den Trupps auf nicht materiellem Weg. Sie ist eine wichtige Hilfe für alle in ihrer Nähe. Genau, also es ist so eine Art Sanitäter. So, und er ist jetzt Soldat. So, und als erstes gibt es nur Rauchgranaten, aber da sieht man dann schon bei den nächsten Levels, kann man sich Commander dann für 1 von 2... Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Ja, Entschuldigung, ich bin hier noch bei was. So, dann gehen wir mal RKT, was heißt eine Rakete? Rakete Paul Wiesel. Die Sturmeinheit kämpft an vorderster Front. Sie geht als Erste in den Kampf und zieht als Letzte ab. Ja, und stirbt als Erste. So, und der Junge hat jetzt auch eine Shotgun, also eine... Ja, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Also Commander eine Shotgun. In die Forschungslabore. Ja. Commander in die Forschungslabore. So. Und er hat Sturm und Schuss. Das heißt, er kann, das ist halt, das finde ich halt saugeil. Das heißt, der kann nach seinem zweiten Zug noch einen Schuss abfeuern, wenn man diese Option wählt. Ja. Gar nicht schlecht. Der Spezialist für schwere Waffen leistet wichtige Arbeit für den Trupp. Mit dem Raketenwerfer im Schlepptau ist er ein wahrer Zerstörungsexperte. Ja, deswegen auch schwer. Der kann eine Rakete abfeuern. Also noch mehr Zerstörung als sonst. Und hat halt auch ein anderes. Also, ja, er hat halt so eine schwere Kanone. Die schießt aber nur 3-mal, bevor sie neu aufgeladen wird. Das heißt, die ist auch schnell mal leer. Und dann haben wir unseren Scharfschützen, mein Liebling. Unsere Scharfschützen sind darauf spezialisiert, größtmöglichen Schaden aus der Distanz anzurichten. Ohne ausreichendes Training sind sie in Nahkampfsituationen jedoch verwundbar. Genau. Der hat auch eine erhöhte Zielsicherheit von 85 und hat halt einen Präzisionsschuss, wo er eine 30%ige Chance auf kritischen Treffer und Bonusschaden bei kritischen Treffern bekommt.
Commander in die Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Ja, ich gehe ja gleich. Okay, also wie schon gesagt, das finde ich halt saugeil. Also Scharfschützen sind eigentlich so meine Lieblingsklasse in diesem Spiel. Neben dem Sturm und natürlich Unterstützung ist halt ganz wichtig. Schwer brauche ich eigentlich eher weniger, weil die räumen halt wirklich alles, was im Weg ist, weg. Also ganze Wände und so könnt ihr halt komplett platt machen und dann steht man halt teilweise selber da und in engen Räumen ist das auch eh nicht so ganz clever, die mitzunehmen. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Ja, Dr. Wahlen, dann machen wir das. Okay. Dr. Wahlen ist die Frau, die uns jetzt ein bisschen nerven Commander wird. Die ganze Zeit. In die Forschungslabore. Ja. Commander in die Forschungslabore. Alter, man hört, sie nervt. Okay, also wir haben neue Forschung, dies können wir erforschen und das haben wir mitgebracht. 4 Sektoidenleichen, so heißen die kleinen Männchens. Und die haben ein bisschen ein paar Waffenfragmente. So, und jetzt gucken wir mal, wo der... Wo, nein, ich hab... Okay, das war das. Moment. Forschungslabor, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Wahlen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Ja, also, das war Dr. Wahlen, da steht sie auch. Die hat uns schon genervt, weil wir eine Granate eingesetzt haben. Oje, oje. So, und wir können jetzt das aussuchen, was wir machen. Wir können. Commander, in die Technik. Commander, in die Technik. Ja, okay. Wir machen Commander, das gleich. Commander, ich verstehe, dass das Überleben unserer Truppen Priorität hat. Aber jedes Alien, das wir in die Luft sprengen, verringert die Chance, neue Artefakte zu bergen. Entschuldigung, aber ich rede hier auch. Ich gehe jetzt in die Technik. Ah, Commander. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen würden. Willkommen in der Technikabteilung. Hier werden alle Träume des Forschungslabors realisiert. Und da wir gerade dabei sind, Dr. Wahlen hat uns ein paar neue Pläne geschickt. Mit Ihrer Erlaubnis starten wir die Produktion. Gut. Okay, dann gehen wir mal zurück. Wir wollten noch eine Forschung beginnen, damit das jetzt diese ganze Hintergrundgenerve mal durch ist. So, wir können die Physiologie der Außerirdischen erforschen. Können wir Waffen und Taktiken. Oder wir können Waffenfragmente. Das heißt, wir könnten weitere Waffenentwicklung haben oder wir können Alien-Material, die Aliens scheinen Material zu benutzen, das leicht und stärker ist als alles, was wir bei Vesper gesehen haben. Eine erste flüchtige Untersuchung hat uns schon auf mehrere Ideen gebracht, wie wir die Panzerrüstung unserer Soldaten verbessern könnten. Ja, und ich denke, das mache ich mal, weil Verteidigung ist hier das A und O. Wenn man eine gute Verteidigung hat, kann man dann auch ab... Das scheint die dringendste unserer Forschungsoptionen zu sein. Wir machen uns sofort an die Arbeit. Ich lasse Sie wissen, sobald der Bericht fertig ist. Danke... Okay, gut. Das heißt, wir haben den ersten Forschungsauftrag mal in Auftrag gegeben. Das steht jetzt auch hier unten. Kann die auch erweitern. Da sieht man dann, was als nächstes kommt. Das sind erstmal nur die wichtigsten Ereignisse. So, und in der Technikabteilung können wir Sachen kaufen oder bauen. Und so ein Medikit ist eigentlich eine ganz praktische Sache, weil wir das schon dann durchaus ab und zu mal brauchen könnten. Als weiteres gibt es noch Satelliten. Das dient später dazu, halt die Regionen, die halt dem Rat beigetreten sind, halt mit Satellitenüberwachung zu verstärken, um halt die Präsenz der Aliens besser herausfinden zu können. Deswegen geht man da mal einen in Auftrag. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Ja, ich mache das jetzt trotzdem, dann liegt der halt erstmal nur rum. Und wir bauen eins davon, das haben wir sofort da. Okay, eins reicht erstmal. So, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Geld ausgegeben und jetzt gehen wir mal ein bisschen Einrichtung bauen. Raum haben wir hier oben noch. Aber wenn wir unsere Anlage wirklich vergrößern wollen, müssen wir unter der Basis graben. Aber je tiefer wir graben, desto teurer wird es leider auch. Ja, das kennt man ja von zu Hause auch. Also wenn ich in den Keller gehe, da verliere ich das meiste Geld. Okay, gut ist, dass wir dreimal Dampf haben. Das ist echt super, weil dann können wir Dampfturbinen anbauen anstatt normale Energie. Wir brauchen halt Energie. Also hier oben sieht man das, 25 von 37. Und alles, was wir bauen, braucht halt verbraucht Energie auf eine gewisse Art und Weise. Und Dampf ist halt die effektivste Variante. Und wir machen jetzt erstmal einen Lift. Arbeitsteams sind unterwegs, um mit der Konstruktion zu beginnen.
Ich melde mich, wenn die neue Anlage einsatzfähig ist. Gut. Und Satellitenkontrollzentrum, da braucht man dann aber Ingenieure. Okay. Genau, und hier ist das Kraftwerk. Das ist, was ich gesagt habe, das liefert halt 6 Strom. Und 2 zusammen, also benachbarte Einrichtungen, kriegen halt immer noch so einen extra Bonus. Und es gibt halt Erdwärmekraftwerk, das ist auch cool, weil wir halt auch 2 nebeneinander haben, die geben halt 20 Strom. Die kosten zwar eine ganze Ecke mehr, also 200 statt 60, aber das ist halt eine ganze Ecke mehr. Und das heißt, wir haben allein schon da mal 60 und 2 sind sogar noch nebeneinander, also haben wir 62 Energie in der Zukunft, was echt eine ganze Menge Holz ist. So, uns fehlen jetzt aber Ingenieure, das heißt, wir können jetzt einfach nichts mehr machen. Dann gehen wir mal in die Kaserne. Da haben wir ja unsere Soldaten. Die 4 haben jetzt schon aufgelevelt. So, die sind jetzt Soldaten. Das sind alles Raketen noch. Gut, das heißt, alles sehr bunt gemischt von Nationalitäten, was auch ziemlich cool ist. Und jeder einzelne Soldat kann man auch anpassen. Also, das heißt, dieses ist der Soldatenscreen. Da gibt es halt Fähigkeiten. Das haben wir ja gesehen. Dann gibt es die Bewaffnung. Das heißt, hier können wir den komplett ausrüsten. Also nicht nur Bewaffnung, sondern halt dann gibt es dann zum Beispiel auch andere Ausrüstung, die halt dann stärkere Verteidigung noch bieten. Andere Gewehre. Sie kann halt nur das Sturmgewehr tragen, aber hier sieht man dann auch schon die Schrotflinte. Das ist halt für den schweren Soldaten. Und das halt für den Scharfschützen. Dann kann er halt nebenher eine Pistole haben. Und hier kann er halt noch ein Medikit zum Beispiel jetzt aktuell. Da kommt später noch einiges mehr auf uns zu. So, und wir können individualisieren, das heißt, wir können den Namen ändern. Ich lasse das jetzt auch mal so. Wir können die Ethnie ändern, Stimme, Kopf, Hautfarbe, Haar, Helm, Haarfarbe und Rüstungsdekor und Rüstungsfarbe. Und ich bin eigentlich jemand, der gerne die Soldaten auf dem Feld halt sofort unterscheiden kann. Und deswegen werde ich halt die Farbe halt entsprechend anpassen. Das heißt, die Rüstungsdekor nehme ich eins, was halt eine Farbe repräsentiert. Also hier zum Beispiel das Dreier, das hat dann ein Weiß jetzt dabei, dem werde ich aber ein Rot geben. Das Gute ist, dass diese Farben, ja, so, das ist doch super, dass es jetzt nicht irgendwie dazu führt, dass die leichter erkannt werden, das ist nur für einen selber. So, das heißt, wir haben hier mal einen Roten, das ist dann unsere Unterstützung. So, dann haben wir unseren Sturm. Männer können auch einen Bart haben, das funktioniert bei Frauen ja nicht so. Und den mache ich immer gern schwarz. Allerdings, weil schwarz ein bisschen noch schwer zu sehen ist, kriegen die auch noch eine weiße Haarfarbe. So. Dann sehen die halt aus, wie man das halt aus Filmen kennt. So. Das sind halt die schweren Jungs. Dann haben wir... Nein, falsch. Das war ja gar nicht schwer. Das war der Sturm. Moment mal. Sorry. Hätte ich eigentlich sehen können. Der kriegt was anderes. So. Gelb. Das heißt, er kriegt wieder seine normale Haarfarbe. Hat er gehabt? Ich glaube das. So, genau, Sturm. Das ist unser schwerer Junge. Der bekommt schwarz mit weißem Haar. Ja, man sieht, ups, ja, auch sehr schön. Man sieht, also das ist alles ein bisschen konsolenlastig, da kommt das Spiel eigentlich, also wurde es ursprünglich auch entwickelt und ja, könnte man auf dem Desktop sicherlich ein bisschen anders, ein Desktop-PC sicherlich ein bisschen anders lösen, aber naja, da lebt man halt damit. So, und das ist... unser Scharfschütze, dem gebe ich gerne ein schönes Grün. So. Grün, wie schon gesagt. Wo haben wir Grün? Da. Ja. So, da haben wir unsere 4, die schon ausgerüstet sind. Die anderen sind halt beliebig. Ist es auch im Prinzip dann eigentlich auch beliebig. So, dann gibt es die Offiziersschule. Die haben wir bei der Auswahl unseres Startpunktes gesehen. Und das sind halt die Level, die wir aufrüsten können. Für dieses Upgrade muss ein XCOM-Soldat den Rang Sergeant erreichen. Dann können wir einen mehr mitnehmen, dann haben wir 5 dabei. Und dann gibt das Ganze nochmal, wenn der erste Captain ist, dann können wir dann auf 2 aufrüsten, das heißt, wir haben dann 6 dabei. Dann den Rang Major, dann werden neue Rekraten so automatisch Soldat sein, also anstatt die Rakete wie jetzt. Gute Besserung, für dieses Upgrade muss ein XCOM-Soldat den Rang Lieutenant erreichen, Soldaten erholen sich doppelt so schnell von Kampfverletzungen. Stirbt mich nicht weg. Für dieses Upgrade muss ein XCOM-Soldat den Rang Colonel haben. Je höher der Rang eines Soldaten, desto höher die Chance, dass er nur kritisch verwundet wird und nicht getötet. Ja, da muss man dann aber auch hinrennen. Man hat dann nur irgendwie 3 Züge, glaube ich, und muss ihn dann halt stabilisieren, dass er halt nicht wegstirbt. Ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite halt auch meistens kritisch, weil
wenn jemand stirbt, ist es ja meistens so, dass man ja doch eine deutlich brenzligen Situation ist und dann noch jemanden hinzuschicken mit einem Medikit, um ihn zu stabilisieren, ist halt echt super gefährlich. Das kann halt echt auf dem Schlachtfeld halt echt super nach hinten losgehen. Aber es rettet halt einen Soldaten. Und wenn man halt einen sehr hohen, also jetzt einen Captain Major oder was weiß ich hat, dann macht das manchmal durchaus Sinn, dass man den am Leben hält, weil die Erfahrung und das Können, was er halt hat, ja. Man lernt schnell. Für dieses Upgrade muss ein X-Wing-Soldat den Rang Sergeant haben. 25% mehr Erfahrung. Das finde ich super. Und dann gibt es auch das. Für dieses Upgrade muss ein X-Wing-Soldat den Rang Major haben. Eiserne Willenskraft. Soldaten bekommen bei jeder Beförderung einen höheren Bonus auf die Willenskraft. Und das ist nämlich auch noch ein Punkt, der auch noch in der Zukunft von Entscheidung sein wird. Die Willenskraft. Wie stark, wie gut kommen Soldaten mit dem auf dem Feld um? Also wie viel kommen sie damit zurecht? So. Dann können wir neue Soldaten anmustern. Damit wir halt, wir werden Soldaten verlieren. Braucht man sich jetzt gar nichts einzubilden. Also hier, ja, sind noch keine Soldaten gestorben. Da werden dann sicherlich eine oder andere auftauchen. Wir haben jetzt aktuell 12. Das heißt, wenn wir eine Truppenstärke von 6 haben, ist das schon mal die Hälfte. Das dauert natürlich eine Weile, aber momentan sind wir sozusagen drei Einsatzteams. Ich habe gerne 4. Für den Anfang zumindest. Das heißt, ich hole mal 4 Soldaten noch ran. Und dann haben wir unseren Hangar. Ja, da haben wir nicht viel los. Da haben wir 2 Schiffchen. Luftschiffchen. weil hier Schiffsliste steht. Okay, genau. Aber Raven 1 und Raven 2, die haben Raketen dabei. Bei der Auswahl eines Flugzeugs im Hangar können Sie die Waffen entsprechend unseren Anforderungen anpassen. Genau, also wir können ja die Waffe ändern. Können wir natürlich aktuell nicht. Das ist die klassische Luft-zu-Luft-Rakete. 70% Präzision. Der hat eine sehr hohe Reichweite, ist aber langsam, also eine langsame Feuerrate und auch niedrigen Schaden und so weiter. Also ist nicht so super. Von Anfang reicht es, aber später brauchen wir was anderes. Ja, und das ist unser Flugzeug. Ein ganz einfacher Abfangjäger. So, und hier sieht man auch die anderen Kontinente. Also man kriegt schon so ein bisschen so, hier kann man halt noch zusätzlich Abfangjäger kaufen, wenn man halt dann dort entsprechend vertreten ist. So. Das Lagezentrum gibt es noch nicht, also machen wir mal einfach zur Einsatzleitung und machen einfach jetzt mal ein bisschen vorwärts. Scannen. Nein, hier oben scannen. So, da geht's schon los. Eine Entführung wurde gemeldet, beziehungsweise mehrere. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Genau, so. Also wir haben 3 gemeldet. Japan, Südafrika, USA. Also überall, wo wir nicht vertreten sind. Hängt auch mit den Satelliten zusammen natürlich, die wir dort nicht haben. Und wir sehen hier auch, wo die stationiert sind. Und was wir als Belohnung bekommen, wenn wir den Einsatz bestehen, was wir bei einem leichten bestehen sollten. Entweder 200 Paragraphen, 4 Wissenschaftler oder 4 Ingenieure. Also, Wissenschaftler dienen halt dazu, dass die Erforschung halt beschleunigt wird. Das ist halt auch ganz wichtig, darf man nicht aus den Augen verlieren. Aber für den Anfang nehme ich das erstmal. Wir brauchen Ingenieure, einfach, dass wir da entsprechende Gebäude bauen können. 4 Stück bestätigen. Und da kommen unsere Soldaten. Wir haben natürlich jetzt unsere. Wird als Standard immer die besten Soldaten gewählt. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich will ja die anderen auch aufgestiegen haben. Und gerade bei leichten Einsätzen macht das auch total Sinn, Leute mit wenig Erfahrung mitzunehmen, damit die so schnell wie möglich aufleveln können und halt auch Erfahrung sammeln. So, wir haben 2 Splittergranaten und ich mache jetzt aber sie mal. Nein. Moment. Nein. Waffnung. Medikit. So. Dass wir zumindest einmal Medikit dabei haben. Ich werde sie auch gleich mal individualisieren, damit man das zumindest mal irgendwie sieht. Immer so rosa. So, dann wissen wir auf jeden Fall, sie hat das Medikit und die anderen haben alle Splittergranaten. Da muss sie auf jeden Fall unterscheiden. Ansonsten sind die gleich ausgerüstet, die haben dasselbe Gewehr. Transporter ist eingetroffen. Ja, und wie es da weitergeht, das sehen wir einfach in der nächsten Folge. Sorry für den Cliffhanger, aber irgendwie muss man die Spannung erhalten. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut und vor allem, wie es in Japan weitergeht. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao.